Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese kleine Babyjacke selber nachhäkeln könnt. Ich bin danach gefragt worden, mal eine Jacke zu häkeln, die nur aus festen Maschen besteht. Das habe ich hiermit gemacht. Ich habe zwar dann nicht ins ganze Maschenglied gestochen, sondern immer nur in das hintere. Das zeige ich euch gleich. Daher entsteht diese Optik hier. Das fand ich dann ganz schön. Und ja, weiter zu dem Jäckchen. Wir haben hier die Größe 62-68. Für andere Größen schaut ihr bitte wie immer in die Infobox. Dafür klickt ihr einfach auf den Titel. Dann öffnet sich ein Fenster mit Text. Und dann könnt ihr alles zu dem Jäckchen nachlesen. Gehäkelt habe ich hier mit einer Häkelnadel in der Stärke Nummer 4. Und die Wolle, die zeige ich euch gleich, wie immer im Video. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben hier von oben nach unten gehäkelt im Raglan-Stil. Wie gesagt, nur mit festen Maschen. Dabei wird dann hier dann nur in das hintere Maschenglied gestochen. Das zeige ich euch gleich. Dann wird hinterher die Knopfleiste hier dran gemacht. Ich habe mich dann hier für so schöne kleine Knöpfe in einer Holzoptik entschieden. Ich fand, das passte ganz gut. Ja, also es ist wirklich nicht schwer. Wie gesagt, nur feste Maschen. Ich würde mal sagen, da kann sich auch ein Anfänger dran trauen. Und ja, ich würde sagen, das Wichtigste haben wir. Einen Moment, ich gebe euch doch noch mal eben die Maße auch durch. Genau, fällt mir gerade ein. Und zwar, wir haben hier von Achsel bis Achsel ungefähr 24 cm und wir haben eine Länge von der Schulter bis zum Ende von 29 bis 30 cm. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln und vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr mich abonniert und dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich mal, wir starten jetzt. So, für unser Babyjäckchen benutze ich hier heute wieder von Gaby Sunshine die Wolle. Die besteht aus 50% Baumwolle, 50% Acryl. Man kann sie bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen. Und ich häkel hier die Wolle mit einer Vierernadel. Und wir haben hier eine Lauflänge auf 50 Gramm von 101 Meter. Ihr könnt aber auch jede andere beliebige Wolle nutzen. Wichtig ist nur, die Wolle muss geeignet sein für eine Nadel in der Stärke Nummer 4. So, wir starten dann mit einer Luftmaschenkette. Und zwar benötigen wir jetzt 52 Luftmaschen. 1, 2, 3, 52 Stück. Wenn wir unsere 52 Luftmaschen gehäkelt haben, dann häkeln wir eine weitere. Das ist eine Wendeluftmasche. Wir überspringen diese Wendeluftmasche, gehen in die darauffolgende und häkeln jetzt hier dran entlang feste Maschen. Eine Masche nach der anderen. Passt auf, dass ihr hier nichts überspringt, denn wir müssen dann am Ende der Runde auch 52 feste Maschen haben. Masche für Masche, eine feste Masche und gleich am Ende treffen wir uns wieder. So, wir haben unsere erste Runde mit unseren 52 festen Maschen gehäkelt. Wir häkeln hier am Ende eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und wir gehen direkt hier in die erste Masche dann wieder rein und häkeln unsere erste feste Masche. So, und wir häkeln hier weiter dran entlang, Masche für Masche, eine feste Masche. Und auch in dieser Runde bleiben unsere 52 festen Maschen erhalten und am Ende treffen wir uns gleich wieder. So, und am Ende der Runde hier nicht vergessen, die allerletzte Masche zu behäkeln, damit wir auch weiterhin unsere 52 festen Maschen haben. Wir häkeln dann eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit. Wir gehen direkt hier in die erste Masche wieder rein. So, und jetzt häkeln wir ab jetzt nur in das hintere Maschenglied. Um das hier so ein bisschen aufzulockern, die Arbeit häkeln wir jetzt nur noch in dieser Runde hier in das hintere Maschenglied hinein. Das ist jetzt unsere Masche Nummer 2. Wir hatten hier die erste, die wir direkt reinhäkeln. Dann die zweite, 1, 2. Die dritte auch. Also alle hier in das hintere Maschenglied. So, und jetzt benötigen wir, denn jetzt fangen wir gleich mit unseren Zunahmen an. Wir benötigen 9 Maschen und bei der 9. treffen wir uns wieder. 1, 2, 3 haben wir und bei Nummer 9 treffen wir uns.
So, ich habe jetzt hier 8 feste Maschen. Die 9. habe ich noch vor mir. Und zwar die häkeln wir nicht hier hinten rein. Damit wir ein bisschen mehr Festigkeit haben, häkeln wir hier die Zunahmestelle hier rein. Und zwar häkeln wir jetzt hier 3 Maschen in dieselbe Einstichstelle. Das heißt 1, 2 und 3. Das machen wir aber nur bei den Zunahmestellen. So, und jetzt ist wichtig, dass wir uns die mittlere Masche markieren. Entweder zieht ihr euch da ein Stückchen Band durch oder ihr habt auch so einen Maschenmarkierer. Die mittlere Masche markieren wir uns, denn zur Erklärung, diese mittlere Masche wird nicht mitgezählt. Wir haben jetzt hier 9 Maschen, haben wir gesagt, 2, 4, 6, 8, 9. Die mittlere zählen wir nicht mit und das ist jetzt unsere Masche Nummer 1 wieder für das nächste Teil, das heißt unser Ärmchen. Kommt jetzt dran und dafür benötigen wir 10 feste Maschen. So, wir haben die Zunahmestelle hier fertig. Das heißt, ab jetzt häkeln wir dann wieder in das hintere Maschenglied. Hier ist die Folgemasche. Ab hier wieder in das hintere Maschenglied. Das ist dann Masche Nummer 2. Wie gesagt, die zählt nicht mit. 1, 2, 3 und so weiter. Und bei der 10. Masche treffen wir uns wieder. Da kommt dann wieder die nächste Zunahmestelle. So, ich habe jetzt hier 9. Wie gesagt, diese zählt hier nicht mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die 10. häkeln wir wieder in die Masche hinein. Also nicht hier hinten, sondern hier, dass wir beide Schlaufen hier auf der Nadel haben. Hier rein, das ist die 10. Und auch hier häkeln wir wieder insgesamt 3 Stück. 1 haben wir, 2 und 3. Und auch hier ist das wieder so, dass die mittlere nicht mitzählt. Also wir haben ab hier bis dort 10 Maschen. So, und wir nehmen wieder einen Markierer, damit wir in der nächsten oder übernächsten Runde dann wissen, wie wir dann wieder zunehmen. Das passiert nämlich dann immer hier in der mittleren Masche. Die mittlere muss immer markiert werden. Das heißt, ab hier neben dem Markierer, bis hier hatten wir unsere 10 neben dem Markierer. Das ist jetzt wieder unsere Masche Nummer 1, da die hier nicht mitzählt. Das war jetzt ein Ärmchen. Jetzt kommt das Rückenteil und für das Rückenteil benötigen wir 18. So, eine haben wir und nicht vergessen, ab jetzt dann wieder hinten reinhäkeln. Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. 18 Stück. So, ich bin bei der 17. Masche. Die 18. habe ich noch nicht, denn die 18. häkeln wir wieder hier rein. Komplett. Das heißt, die 18. So, und 2 weitere, denn hier häkeln wir immer 3 Stück rein, da das unsere Zunahmestellen darstellt. Ich nehme mir wieder einen Markierer oder ihr euch einen Markierer oder ein Stückchen Wolle und wir markieren wieder die mittlere Masche von diesen dreien. So. Und dann geht es hier wieder weiter. Die zählt nicht mit. Das ist dann wieder unsere Masche Nummer 1. Jetzt kommt das zweite Ärmchen. Das hat natürlich auch 10 Maschen. Das ist dann Nummer 1. Wir starten wieder hier in dem hinteren Maschenglied. Nummer 2, 3 und so weiter. Und bei dem 10. treffen wir uns, denn das 10. wird dann wieder so als Zunahme gehäkelt. So, die 10. feste Masche kommt wieder hier rein, wie gesagt. Und hier häkeln wir direkt 3 Stück rein. 1, 2 und 3. Das ist dann die 4. und letzte Zunahmestelle. Und auch da markieren wir wieder unsere mittlere Masche. Und auch hier häkeln wir jetzt weiter in die nächste Masche, aber nur in das hintere Maschenglied. So, und jetzt sollten noch 9 Maschen. Wie gesagt, das zählt nicht mit. Ab dieser festen Masche sollten bis zum Schluss dann 9 festen Maschen sein, genauso wie zu Beginn. So, hier am Ende. Hier ist unsere letzte Masche. So, häkeln wir unsere letzte feste Masche. Jetzt häkeln wir wieder eine Wendeluftmasche. Das wird immer am Ende der Runde gemacht. Wir häkeln wieder hier in die erste Masche hinein. So, und jetzt in dieser Rückrunde, ich bezeichne das mal als Rückrunde, das ist die
innenliegende Seite, nicht die Außenseite, häkeln wir ganz einfach nur feste Maschen. Feste Maschen, also nicht in das hintere, ganz normal hier in das Maschenglied rein. Häkeln und bei dem Markierer treffen wir uns gleich wieder. So, und in der Rückrunde ist das auch ein bisschen anders als sonst. Sonst kennt ihr das so vom Häkeln, dass wir in jeder Runde immer hier zunehmen. Aber da wir jetzt nur feste Maschen häkeln, würde das viel zu schnell wachsen und dann würde das zu schnell breit werden. Das heißt, in der Rückrunde ist das eigentlich so ähnlich wie beim Stricken. Hier wird jetzt dann nicht zugenommen. Wir häkeln hier rein, wo der Markierer ist. Ihr könnt den Markierer auch schon vorher rausnehmen. Und jetzt ganz wichtig, diese Masche markieren wir uns weiterhin. Hier, wo wir reingehäkelt haben, denn hier ist dann für die Folgerunde dann wieder die Zunahmestelle. Hier häkeln wir dann gleich wieder dreimal rein. So, und jetzt häkeln wir hier weiter. Also hier müssen wir nichts mehr beachten. Auf der innenliegenden Seite hier, sag ich mal, werden einfach ganz normale feste Maschen gehäkelt. Keine Zunahme gemacht. Wichtig ist nur, dass wir uns diese Masche hier markieren. Wir treffen uns am besten hier noch einmal wieder. So, ich bin hier beim Markierer angekommen. Ich entferne ihn jetzt schon mal. Die nächste Masche hier war markiert. Hier häkeln wir auch wieder ganz normal rein. Und wichtig, markieren uns auch diese Masche wieder. Da das die mittlere war, damit wir wissen, dass hier zugenommen wird. So, und das machen wir bei allen Markierern. Wir häkeln also ganz normal jetzt ganz normale feste Maschen. Und hier, die müsst ihr euch immer wieder markieren. Und gleich am Ende treffen wir uns wieder. So, ich bin am Ende der Runde angekommen. Wir häkeln bis in die allerletzte Masche hinein. So, wir häkeln wieder unsere Wendeluftmasche. So, und jetzt starten wir wieder unsere Arbeit. Wir gehen hier in die erste Masche hinein und häkeln ab jetzt wieder nur in das hintere Maschenglied. So, nur in das hintere Maschenglied, denn wir sind jetzt auf der Außenseite unseres Häkchens, wo diese schöne Kante hier entstehen soll. Und hier müssen wir auch gleich wieder unsere Zunahme machen, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen treffen wir uns gleich hier an dem Markierer wieder. So, ich bin hier vor dem Markierer angekommen und da, wo der Markierer drin ist, also wir können ihn jetzt schon mal entfernen, wir wissen, die nächste Masche war die markierte. Hier kommen jetzt wieder drei feste Maschen rein. Das war die Masche und zwar ganz normal. Die Zunahme machen wir immer als normale Masche. Eins, 2 und 3. Und wieder wichtig, nicht vergessen, die mittlere Masche muss wieder markiert werden. So. Und dann geht es wieder weiter, ab jetzt wieder nur in das hintere Maschenglied. Wir sind hier auf der Außenseite des Jäckchens. So. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt sieht man auch schon so ein bisschen hier unsere Kante, unser Muster. Das sieht ganz schön aus, finde ich. Also, ihr macht jetzt genau so weiter. Hier ist jetzt eigentlich weiter nichts bei. Ihr dürft nur nicht vergessen, auf der Innenseite wird keine Zunahme gehäkelt. Da häkeln wir die festen Maschen ganz normal. Und auf der Außenseite des Jäckchens wird immer die Zunahme gehäkelt. Und immer wichtig, in jeder Runde die Masche zu markieren, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Und ja, und auf der Außenseite wird halt außer bei der Zunahme nur in das hintere Maschenglied reingehäkelt, um dieses Muster hier zu bekommen. Das war eigentlich schon alles. Wenn ihr jetzt Anfänger seid, ihr möchtet euch mal zwischendurch kontrollieren, dann macht ihr einfach am Ende einer Runde, also wenn ihr die Runde beendet habt, könnt ihr mal zählen, diese Maschen müssen immer dieselbe Anzahl haben und die Ärmchen natürlich auch, damit sie gleich wachsen. Sonst stimmt irgendwas nicht. Vielleicht habt ihr irgendwo bei den Zunahmen was falsch oder hier eine Masche übersprungen oder wie auch immer. Also die müssen immer gleich sein und diese beiden immer gleich. Ja, und so häkeln wir jetzt Runde um Runde, bis wir hier unsere Raglanhöhe erreicht haben. Dann treffen wir uns gleich wieder. Viel Spaß jetzt beim Rundenhäkeln und bis nachher. So, ich habe die Passe jetzt so weit gehäkelt, dass wir gleich hier die Ärmchen vom Körper trennen. Und zwar habe ich jetzt hier, wenn ich hier bei der Raglanschräge starte, habe ich jetzt genau 11 cm erreicht.
sage euch auch mal eben anhand der Kanten hier, wie viele Runden, also nur diese Kantenrunden zähle ich jetzt mal. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleich kommt hier unten die 9. Es geht jetzt weiter auf der Außenseite hier bei mir. Also das ist ja die Außenseite hier mit der schönen Kante. Und hier machen wir jetzt einfach weiter. Also ihr häkelt jetzt hier ganz normal wie sonst auch. Und wir treffen uns dann hier bei dem Markierer wieder. So, ich habe das Stück jetzt hier gehäkelt. Ich bin kurz vor dem Markierer. Wir sind ja auf der Seite, wo wir nur in das hintere Maschenglied reinhäkeln. So, jetzt sind wir hier genau bei dem Markierer. Das heißt, hier häkeln wir auch wieder rein. Diesmal aber nur eine Masche. Und jetzt verbinden wir mit 1, 2 Luftmaschen. Und zwar, wir gehen jetzt an unserer Arbeit hier dran entlang, suchen den nächsten Markierer und gehen auch hier direkt in die ganze Masche, wie wir das hier immer machen bei den Zunahmestellen, rein und häkeln hier direkt unsere feste Masche. So, hier haben wir uns noch ein ganz klein bisschen Spielraum geschaffen durch die 2 Luftmaschen. So ist das auch im Übrigen, wenn ihr mich schon mal anschreibt und fragt, wie mache ich das, wenn ich das in größer häkeln möchte. Dann müsst ihr bei größeren Modellen, würde ich immer hier mit einer Luftmaschenkette, wenn ihr das jetzt zum Beispiel ganz groß machen möchtet für Erwachsene, dann würde ich hier sogar vielleicht 5, 6, je nachdem wie breit das sein muss. Das muss man sich dann mal überlegen, gucken, wie die Verbindung dann hier passt und dann entsprechend hier mit einer Luftmaschenkette verbinden. So empfehle ich das dann immer. Dann hat man hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. So, dann kann hier der Markierer auch wieder weg. Und da wir auf der Außenseite sind, geht es jetzt hier auch ganz normal weiter. Immer in das hintere Maschenglied. Das machen wir weiter so. Wir wollen das Muster ja fortführen. Und treffen uns dann bei dem nächsten Markierer hier hinten wieder. So, und auch bei der nächsten Zunahmestelle hier machen wir genau dasselbe. Wir häkeln wieder bis eine Masche davor. Und hier gehen wir auch wieder in die ganze Masche rein, häkeln unsere feste Masche, häkeln 2 Luftmaschen, 1 und 2. So, wir gehen hier an unserer Arbeit dran entlang, suchen den anderen Markierer, da ist er, und gehen dann hier wieder direkt rein. Mit einer festen Masche und haben auch hier die Verbindung hergestellt. Hier ist unser Ärmchen. Markierer kann raus. So, und auch hier häkeln wir weiter, nur in das hintere Maschenglied. Wir sind immer noch auf der Außenseite bis zum Ende der Runde und da treffen wir uns gleich wieder. So, und hier am Ende der Runde machen wir das, was wir immer machen. Wir häkeln bis zum Schluss. Wir häkeln unsere Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit. Jetzt sind wir wieder auf der Innenseite des Jäckchens und starten wieder in die ganzen Maschen. Wir gehen in die ganzen Maschen rein und häkeln Masche für Masche. Und ich würde sagen, hier am Übergang unterm Arm treffen wir uns gleich wieder. So, wenn wir hier unterm Arm angekommen sind, wir häkeln wirklich bis zur letzten Masche. Das hier ist die letzte Masche. Und entweder häkelt ihr jetzt in die Luftmaschen hier rein, aber die Mühe müssen wir uns auch nicht machen. Wir können hier einfach drumherum häkeln. Und zwar, wir haben 2 Luftmaschen hier gehäkelt, also häkeln wir auch 2 feste Maschen hier drumherum. So, und dann geht es weiter. Masche für Masche. Eine feste Masche. Ich glaube, das ist hier klar am Übergang. Dasselbe macht ihr dann an diesem Übergang, also da ist wirklich nichts bei. Ihr häkelt hier bis in die allerletzte Masche, häkelt um diese Luftmaschenkette auch wieder 2 feste Maschen und häkelt hier weiter bis zum Schluss. Ja, und den Rest kennt ihr dann schon. Jetzt wird so lange hin und her gehäkelt, in der Rückrunde wieder nur die erste Masche hier ganz rein und dann immer nur in das hintere Maschenglied, da wir dann hier auf der Außenseite sind. Und das macht ihr jetzt so lange hin und her, bis wir die Länge des Jäckchens dann erreicht haben. Und ja, ich sage euch gleich, wie weit ich dann gehäkelt habe. Dann viel Spaß jetzt weiterhin und bis nachher.
So, ich habe unser Jäckchen jetzt so weit gehäkelt, dass ich jetzt hier unten noch ein Bündchen dran häkeln würde. Und zwar habe ich hier in Zentimetern ab Schulter 27. Ich kann euch auch mal eben in Reihen, ich zähle mal hier die Kantenreihen ab der Achsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das hier ist die letzte Kante, denn hier unten würden wir jetzt dran entlang häkeln, also hier ist Nummer 12. Für andere Größen, wie gesagt, da guckt ihr bitte nach in dem Text, das habe ich euch da hinterlassen und rechnet da noch das Stückchen Bündchen mit ein. Wundert euch nicht, das rollt sich hier so ein bisschen ein, das gibt sich hinterher, wenn wir hier die Bündchen dran gehäkelt haben, das ist gar kein Problem. So, das heißt dann, ich bin jetzt hier, ich müsste jetzt hier auf der Außenseite weiter häkeln und eigentlich auch wieder die Kante. Das heißt, das wäre wieder die Runde, dass wir nur ins hintere Maschenglied häkeln. Das mache ich jetzt aber nicht. Das Bündchen wird jetzt so aussehen, dass ich einfach ganz normale feste Maschen häkel. Und zwar in jede Masche eine feste Masche. Also wieder hier meine Wendeluftmasche, die immer bei den festen Maschen. Ich gehe hier in die erste, wie immer, und jetzt gehen wir nicht in das hintere, sondern in die ganze Masche, in beide Maschenglieder. So, das kennt ihr auch von der Rückrunde. Und jetzt häkeln wir hier Masche für Masche, eine feste Masche. Ihr wisst auch, wie man am Ende wendet, einfach eine Wendeluftmasche und wieder zurückhäkeln. Das kennt ihr von der Rückrunde und das machen wir jetzt so ein paar Reihen lang. Ich melde mich gleich bei euch und dann sind wir hier unten gleich schon mit dem Bündchen fertig. So, ich habe jetzt hier insgesamt drei Runden noch gehäkelt. Die letzte Runde war jetzt auf der Außenseite. Hier werde ich jetzt meinen Faden abschneiden, sicher ihn. So, und dann maschen wir gleich für die Ärmchen neu an. So, dann geht es jetzt mit den Ärmchen weiter. Hierfür müsst ihr natürlich erstmal darauf achten, dass ihr auch die richtige Seite hier außen habt, die Seite mit den Kanten. So, und dann müssen wir gucken, wie müssen wir jetzt hier häkeln, im Außen- oder im Innenbereich. So sehen hier die Einstichstellen aus, also im Außenbereich. Wir maschen jetzt erstmal direkt hier mittig unter der Achsel, hier einfach genau in der Mitte, maschen wir hier neu an. Dafür bereite ich mir mal eben eine kleine Schlaufe vor. So, und dann ziehen wir die Schlaufe hier durch, häkeln eine Luftmasche, gehen hier direkt nochmal rein und häkeln hier unsere erste feste Masche rein. So, und dann müssen wir mal eben hier weiterschauen. Hier, das hier war die Zunahmestelle, wo wir hier den Übergang gemacht haben. Hier gehen wir auch schon direkt rein. Das ist, hier gehen wir einfach normal direkt rein. Jetzt erstmal für den Anfang und häkeln eine feste Masche. So, und ab jetzt, wir sind hier auf der Außenseite, hier ist jetzt wieder die Runde dran, dass wir in das hintere Maschenglied reinhäkeln. So, und wir sind auch richtig, auf der Außenseite passiert das. Da müsst ihr jetzt auch bei anderen Größen darauf achten, dass ihr dann bei dem Ärmel auch auf der Außenseite weiterhin diese Kante hier häkelt. So, und das machen wir jetzt erstmal hier die ganze Runde entlang und hier am Ende der Runde, hier treffen wir uns gleich wieder. So, wenn wir dann hier am Ende der Runde sind, dann häkeln wir wirklich bis zur letzten Masche hier in das hintere Maschenglied. So, und auch hier haben wir hier diese Lücke hier, sage ich mal. Hier häkeln wir dann auch, also hier haben wir gestartet, das ist direkt unterm Arm und auch hier häkeln wir dann noch eine feste Masche. Ich mache das mal hier, damit sich das hier nicht so zieht, aber macht euch hier nicht verrückt, wir müssen hier auf keine gerade oder ungerade Zahl achten. Wenn ihr jetzt hier eine etwas andere Maschenzahl habt, das ist überhaupt nicht schlimm, also hier kommt es auf keine Teilbarkeit oder so drauf an. So, Hauptsache wir verbinden das hier lückenlos und jetzt verschließen wir hier in unsere mittlere Masche, da wo wir gestartet sind, mit einer Kettmasche. So, und jetzt müssen wir genauso arbeiten wie bei dem Körper, das heißt in der Rückrunde. Wir arbeiten in Runden, aber in Hin- und Rückrunden, damit unser Muster bleibt. Das heißt, wir häkeln eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit hier, das ist dann immer unterm Arm. Und jetzt kommen wieder unsere festen Maschen.
Das heißt, wir starten hier direkt, wo wir rauskommen. Und häkeln jetzt einfach, wir sind auf der Innenseite, ganz normale feste Maschen, Masche für Masche. So, das machen wir die ganze Runde entlang und treffen uns gleich hier nochmal am Ende wieder und wenden nochmal gemeinsam. Was ihr machen könnt, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr eine Masche verliert, also jetzt während der Runden drehen, dann zählt gleich einfach mal eure Maschen nach und die sollten natürlich jetzt in jeder Runde dann gleich bleiben, nicht dass ihr schmaler oder breiter werdet. Das könntet ihr machen, vielleicht gerade wenn ihr Anfänger seid. Okay, wir treffen uns gleich hier wieder. So, ich habe jetzt hier bis zur allerletzten Masche gehäkelt. Hier sind wir gestartet. Hier verschließen wir jetzt hier auch unsere Runde in der ersten festen Masche mit einer Kettmasche. So, dann starten wir unsere Runde wieder neu, wie immer, mit einer Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und jetzt sind wir wieder im Außenbereich und das heißt, wir müssen wieder in das hintere Maschenglied reinhäkeln. Masche für Masche in das hintere Maschenglied. So und so arbeiten wir Runde für Runde. Wie gesagt, als Tipp zählt mal zwischendurch nach, dass euch hier keine Maschen verloren gehen. Und jetzt arbeiten wir immer in Hin- und Rückrunden, bis wir unsere Länge ungefähr erreicht haben. Ich melde mich gleich bei euch. Viel Spaß jetzt beim Ärmchen häkeln und bis nachher. So, ich habe jetzt die Länge unseres Ärmelchens erreicht, dass ich hier unten nur noch ein Bündchen dran häkeln werde. Und zwar habe ich jetzt hier, also die Länge muss betragen ab Schulter, das ist ungefähr hier. Ich mache es immer lieber ein bisschen zu lang, deswegen gehe ich mal ein Stückchen höher. 20 cm brauchen wir. Also ich werde es auf jeden Fall etwas länger machen. Ich bin jetzt hier dann bei 19. Ich sage euch das auch mal eben hier in Runden. Hier sind die Kanten. Ab da, wo wir hier neu angemascht haben, zähle ich mal eben nur diese Kanten, die wir hier haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Denn hier unten ist ja noch keine Kante und hier entsteht jetzt auch keine, da wir jetzt mit festen Maschen weiterarbeiten. Das bedeutet jetzt, so, wir nehmen uns wieder unsere Arbeit. Ich habe hier zuletzt auf der Innenseite gehäkelt. Ich werde jetzt auch gleich noch Abnahmen mit einarbeiten, damit das Ärmchen jetzt da unten noch mal ein bisschen schmaler wird. Also wir starten erstmal mit einer Wendeluftmasche, so wie immer. Wir wenden unsere Arbeit und wie gesagt, jetzt kommt keine Kante mehr. Wir häkeln jetzt in beide Maschenglieder. Wir gehen direkt hier rein und gehen in das ganze Maschenglied. Das ist jetzt Nummer 2. Und dann häkeln wir die nächsten zwei zusammen ab. 3 und 4 maschen wir. Ups, hat sich ein Faden gezogen. Nochmal, das war dann Nummer 3. Und dann gehen wir in Nummer 4 rein, holen den Faden und dann maschen wir alles zusammen ab. Haben aus 2 Maschen eine gemacht und wieder von vorne. Wir zählen bis 2, 1 und 2. Die häkeln wir normal. Und Nummer 3 holen wir nur den Faden. Nummer 4 holen wir nur den Faden und maschen die zusammen ab. Und das machen wir bis zum Ende der Runde und treffen uns gleich noch einmal hier wieder. Bei mir kam das jetzt so hin, dass ich die letzten zwei hier nochmal zusammen abmaschen konnte. Hier sind wir gestartet, also verschließen wir hier in unserer ersten Masche mit einer Kettmasche. So, wir häkeln wieder eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit. Das geht jetzt genauso weiter. Also jetzt arbeiten wir keine Abnahmen mehr. Jetzt häkeln wir einfach Masche für Masche eine feste Masche. Wir gehen hier in unsere Vormaschen rein. Ja, und das machen wir die ganze Runde entlang, wenden dann wieder. Und das machen wir, dass wir dann so lange, bis wir das Bündchen so hoch haben wie hier unten an der Jacke ungefähr. Oder ihr könnt das natürlich auch noch länger machen, wenn ihr das gerne umkrempeln möchtet. Das geht natürlich auch. Und wenn wir hiermit fertig sind, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe unser Ärmchen jetzt sogar 2 Runden länger gehäkelt als hier unten das Bündchen, denn die Idee mit dem Umkrempeln, das gefiel mir, auch wenn es nur so ein kleines Stückchen ist. Ich finde das immer ganz schön. Also das könnt ihr hier unten entscheiden, wie weit ihr das dann macht. Und wie gesagt, hängt dann auch von der Länge ab, ob's, wie lang das ist bei dem entsprechenden Baby. Ja. Also insgesamt habe ich jetzt hier auf jeden Fall 6 Runden mit den festen Reihen gehäkelt. Das heißt dann,
Wenn ihr hier auch eure Länge erreicht habt, dann schneidet ihr den Faden ab, wir sichern den so und dann zum zweiten Ärmchen. Den häkelt ihr nach haargenau derselben Anleitung wie das erste Ärmchen. Ihr guckt hier wieder, wo ihr anmaschen müsst. So, müssen das dann eben so rum halt drehen. Wir wären jetzt auch hier wieder dran in dem Bereich, wo wir dann die Kante häkeln, also hier im Außenbereich. Also genauso wie bei dem anderen Arm startet ihr dann hier auf der Seite und ja, häkelt dann den zweiten Arm nach derselben Anleitung. Und wenn ihr den fertig habt, dann sehen wir uns wieder. Dann geht es mit der Knopfleiste hier weiter und dann sind wir schon fast fertig. Dann viel Spaß beim zweiten Ärmchen. So, wenn wir jetzt unsere beiden Ärmchen gleichermaßen gehäkelt haben, dann geht es weiter hier mit unserer Knopfleiste. Zur Info schon mal, ich werde hieraus ein Jungjäckchen machen, das heißt, die Knopflöcher kommen gleich auf die linke Seite. Ich fange jetzt hier an, die rechte Seite zu häkeln und hier kommen dann die Knöpfe dran. Bei Mädchen sind generell rechts die Knopflöcher, also das müsst ihr entscheiden, ob euch das egal ist. Dann macht ihr, ob für Mädchen oder für Jungen, das gleich mit und ansonsten müsst ihr euch dann entscheiden, wo ihr dann die Knopflöcher häkeln müsst. Also wie gesagt, das wird ein Jungjäckchen, also Knopflöcher gleich auf der linken Seite. So, wir starten hier mit der rechten Hälfte. Wir gehen hier ganz unten in die Ecke hinein. Wir maschen hier neu an. Ich habe mir schon mal eine Schlaufe vorbereitet. So, die ziehe ich mir hier durch. So, häkel einmal eine Luftmasche. Na, der Faden kommt immer wieder dazwischen. So, jetzt aber. Und dann gehe ich nochmal direkt hier rein und häkel meine erste feste Masche. Genau hier ganz unten in die Ecke. So, dies hier überspringe ich jetzt, weil das sonst so eng wird. Und jetzt kommt im Grunde genommen in jeder Reihe, also wir haben ja hier unsere Reihen mit den festen Maschen, in jede Reihe kommt jetzt eine feste Masche, nur am Anfang, die überspringe ich. So, eine feste Masche in jede Reihe. Das passt dann von der Anzahl ganz gut. Und wenn wir das auf der anderen Seite genauso machen, dann haben wir auch die gleiche Anzahl an festen Maschen. So, und das machen wir bis oben hin, bis wir hier angekommen sind. Und da treffen wir uns gleich wieder. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, wenn ihr manchmal nicht erkennt, wo fängt denn hier eine Reihe an, weil manchmal sieht das auch alles so hier gleich aus, dann merkt euch doch das mit den Kanten. Das ist vielleicht ein guter Hinweis und zwar einmal häkel ich hier da, wo keine Kante ist, rein und dann häkel ich dort rein, wo die Kante ist. Ich überspringe lieber dieses Loch. Hier ist die Kante, also häkel ich hier rein. Nur als Tipp, damit ihr nicht hinterher zu viele Maschen habt. So. Ich hatte gerade die Kante, also gehe ich jetzt hier in die Mitte ohne Kante. Denn wir hatten ja immer eine Reihe ohne Kante, eine Reihe mit Kante. Dann ist wieder hier die Kante dran, also gehe ich hier auch direkt rein. Das nur als kleiner Tipp am Rand. So, und hier ganz oben am Ende, ich bin hier bei der Kante drin gewesen und jetzt gehe ich direkt hier ganz in die Ecke rein, damit das hier schön abschließt. Häkel hier meine letzte feste Masche. So, wir häkeln eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit. Und jetzt kommen auch schon hier, ich muss mal eben kurz gucken, wo sind wir hier? Auf der rechten Seite? Nein, hier kommen doch nicht die Knopflöcher. Wir sind ja beim Jungjäckchen. Also wir häkeln jetzt erstmal einfach nur runter. Hätte ich mich jetzt schon beinahe vertan. Wendeluftmasche haben wir gehäkelt. Und wir gehen hier direkt wieder rein. So, und Masche für Masche häkeln wir hier unsere feste Masche bis unten hin und da treffen wir uns gleich wieder. So, wir haben unten bis in die allerletzte Masche gehäkelt und hier, das kennt ihr eigentlich schon, wir häkeln eine Wendeluftmasche. Im Übrigen, die Fäden werden hinterher alle vernäht, die ziehen wir alle hier durch. Also Wendeluftmasche, Arbeit wenden und jetzt wieder Masche für Masche. Direkt in die erste hier, bis oben hin und oben treffen wir uns gleich wieder. So, hier oben angekommen, wir sind bei der allerletzten Masche, da haben wir schon reingehäkelt und da häkeln wir noch einmal rein.
Hier häkeln wir doppelt rein, damit wir hier um die Rundung drumherum kommen. So, und jetzt häkeln wir hier um den Kragen hier am Hals entlang noch. Wir haben hier diesen Faden, den können wir direkt mit weghäkeln oder ihr könnt den auch hinterher vernähen, so wie ihr mögt. Wir gehen jetzt von Masche zu Masche mit festen Maschen. Immer hier, ihr seht das, wo diese Knötchen sind oder wo die beiden Fäden zusammenlaufen, da häkeln wir dann immer rein. Eine feste Masche. So, und das machen wir am ganzen Kragen entlang und treffen uns gleich am Ende wieder. So, wenn wir hier an der Ecke angekommen sind, auch hier häkeln wir genau bis in die letzte Ecke, bis in die letzte Masche. So, und auch hier häkeln wir nochmal hinein, damit wir auch hier wieder die Rundung hinbekommen. Und dann gehen wir in jede Vorreihe, genau wie auf der anderen Seite, und häkeln uns erstmal hier dran entlang, runter, genau dasselbe Verfahren wie auf der anderen Seite. Ihr häkelt hier komplett runter bis unten hin und hier treffen wir uns gleich wieder. So, und wir beenden hier die Runde so, wie wir auf der anderen Seite gestartet sind. Wir gehen jetzt nicht hier, wir gehen wirklich hier ganz in diesen äußeren Bereich, damit wir hier unten schön abschließen hinein und häkeln hier unsere letzte feste Masche. So, jetzt wenden wir wieder eine Wendeluftmasche. So, bevor wir starten, jetzt müsst ihr natürlich hier ein bisschen zählen, also gerade wenn ihr jetzt auch eine andere Größe gehäkelt habt, dass ihr hier oben ziemlich am Ende mit dem letzten Knopf, denn hier ist der Hals, dass ihr so hier hinkommt. Ich habe das hier mal durchprobiert, das kommt bei uns dann ziemlich hoch hier hin mit dem letzten Knopf. Ihr müsst das dann einfach mal durchprobieren, wie viele Maschen ihr dazwischen häkelt. Also es ist schön natürlich, wenn immer dieselbe Anzahl an Maschen zwischen den Knopflöchern sind. Wenn dann mal eine weniger ist hier zum Schluss, das fällt dann mal, denke ich, auch nicht auf. Aber in ungefähr würde ich da schon dieselbe Anzahl machen. So, wir starten hier einfach mal. Und zwar, wir gehen hier wie immer direkt in die erste Masche nach der Wendeluftmasche mit unserer ersten festen Masche. 1, 2, 3 und 4. Wie gesagt, ich hatte das schon mal ausgetestet. Damit wir hinkommen, starten wir jetzt hier mit 4 festen Maschen. So, jetzt kommt das erste Knopfloch hier unten. 1, 2 Luftmaschen. Wir überspringen dementsprechend hier unten 2 Maschen, gehen in die dritte und häkeln hier wieder eine feste Masche. So, da ist hier unten unser Knopfloch. So, und jetzt benötigen wir hier 6 feste Maschen hier zwischen. Das heißt, wir zählen ab jetzt hier neu oder mit dieser wären es dann halt 7. So, nee, einen Moment, ich habe mich gerade vertan. Nochmal eben gucken. 1, 2, genau. Und mit dieser hier inklusive 6 Stück, Entschuldigung. Genau, 1, 2 frei in die nächste Reihe. Das ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Also wir haben jetzt 6 feste Maschen nach dem Knopfloch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt machen wir wieder das nächste Knopfloch. 1, 2 Luftmaschen. Wir überspringen dementsprechend hier 2 Maschen und gehen in die dritte Masche und häkeln wieder unsere erste feste Masche. Ist wieder unsere Masche Nummer 1. 6 Stück benötigen wir wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, im Übrigen, wenn ihr ganz große Knöpfe habt, aber ich denke mal, diese Größe reicht wirklich absolut aus, dann könntet ihr zum Beispiel auch 3 Luftmaschen häkeln und dann überspringt ihr aber auch hier unten entsprechend 3 Maschen und geht dann in die vierte. Also dementsprechend, wie viele Luftmaschen ihr häkelt, überspringt ihr die Maschen hier unten und häkelt dann in die folgende. So, wir hatten jetzt unsere 6, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Häkeln wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 für das nächste Knopfloch, 1, 2 freilassen in die folgende. So, und das machen wir jetzt genau so immer weiter bis oben hin und hier treffen wir uns wieder. So, ich bin jetzt hier oben beim letzten Knopfloch. Wie gesagt, bei uns passt das gut, weil ich hatte das vorher schon mal ausgetestet. Und zwar, ich hatte hier wieder meine
sechs festen Maschen, 1, 2 Luftmaschen. Wir überspringen 2 und kommen genau hier oben in der Ecke dann raus. So, haben hier unsere feste Masche. Wir häkeln eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit. Wir gehen hier direkt wieder in die erste Masche hinein. So, und jetzt geht das folgendermaßen weiter. Wir haben hier 2 Luftmaschen gehabt, also häkeln wir hier um die Luftmasche einfach drumherum 2 feste Maschen. Habt ihr 3 Luftmaschen, häkelt ihr einfach 3 feste Maschen. Und jetzt geht es weiter, Masche für Masche, eure festen Maschen. Also in jede feste Masche eine feste Masche bis hier zur letzten. Dann wieder um die Luftmaschenkette 2 feste Maschen und so weiter. Das machen wir bis unten hin und treffen uns da gleich nochmal. So, wir häkeln bis hier unten hin in die allerletzte Masche. Ja, und das war's dann im Grunde genommen auch schon. Wir schneiden hier unseren Faden ab. So, sichern den Faden. Und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist alle Fäden vernähen. Ihr vernäht die Fäden am besten auf der Innenseite, hier am Rand entlang oder hier unten entlang. Also alle Fäden werden jetzt vernäht. Mal eben kurz gucken. Dann haben wir hier unterm Arm. Ach nee, diesmal haben wir ja gar keine Lücke, sonst habe ich auch schon mal hier eine Lücke, die vernäht werden muss. Diesmal nicht, da wir ja auch direkt mittig hier unten neu angemascht haben. Deswegen müssen wir jetzt hier unterm Arm gar nichts mehr machen. Also das heißt, nur noch Fäden vernähen, Knöpfe anbringen und dann sehen wir uns gleich ganz zum Schluss wieder. Ja, wenn wir dann alle Fäden vernäht haben und unsere Knöpfe hier angebracht haben, dann sind wir fertig mit unserem kleinen Jäckchen. Ich habe mich hier heute für so kleine Knöpfe in einer Holzoptik entschieden. Ich fand, die passten ganz gut dazu. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich auch immer über eure Kommentare. Und wenn ihr mich abonniert und dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!